Servus Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir und von ihm. Und von mir, dem Heim. Und heute ist es mal wieder so ein Ersatzvideo, weil der Ultra leider im Krankenhaus liegt und deswegen leider nichts vorproduzieren konnte, weil er gestern ins Krankenhaus musste. Und ja, deswegen müssten wir uns jetzt ein Ersatzvideo einfallen lassen. Wir machen jetzt einfach ein Follow-Me-Around, wie wir ihn im Krankenhaus besuchen und was wir alles besorgen, um ihm das Leben dort besser zu machen. Und ja, ihr, hoffe ich, folgt uns einfach hinterher und guckt zu, was wir da machen. Und ja, ich würde sagen, der Ultra sagt euch gleich am besten selber, was er gemacht hat, warum er im Krankenhaus ist, wegen uns oder wegen irgendeinem anderen Scheiß. Und ich glaube, er sagt euch das am besten selber. Und wir sehen uns einfach gleich wieder. Bis dann. Ciao. Ominösen Geschäft, der in deinem Lösen Geschäft, und wollen jetzt hier noch ein paar Produkte kaufen für den lieben Ultra. Und jetzt die Frage: Brosch. Brosch ist der gerne, ne? Ich habe keinen Plastikschema. Die Auswahl ist auch so riesig, ne? Oder Scheiß. Ich nehme jetzt einfach. Bim, 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 bim. Eingeblendet. Eine ominöse Musik. Nee, ja, komm, ich will auch noch eine. Vergiss mich nicht. Pass auf, wir gehen jetzt weiter. Das ist jetzt erstmal hier für die Schmerzen. Was trinken Fritz gern? Also, der kriegt ja eben nicht Wasser, ne? Achso, nur Wasser kriegt der Fritz, ne? Natürlich kriegt er nur Wasser. Und jetzt ist die Frage, wo nicht? Nehmen wir jetzt hier noch die Wellen, ja? Oh ja, das ist ja sein Lieblingsstuff. Der Lieblingsstuff von Jupiter. Und da werden wir jetzt mal gucken. Alles für den Ultra. Ja, also wie ihr seht, sitzen wir jetzt in der S-Bahn mit meiner Premium-Locke hier und mit dem Gepäck haben wir jetzt die ganzen Süßigkeiten, die wir dem Ultra mitbringen, und ja, wir fahren jetzt gerade zum Krankenhaus in der S-Bahn in Berlin, und ja, ich kommentiere das gerade nach, weil ihr einfach es überhaupt nicht versteht in der Bahn, ja, und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg von der Bahn zum Krankenhaus und ja, wir sind jetzt hier an der Hauptstraße und filmen es einfach mal und werden einfach mal von allen Leuten, die hier langkommen, einfach mal übersten angegafft, aber scheiß drauf, ich mache einfach mal alles. Und ja, neben uns ist so ein Oberstufenzentrum, aber wir laufen einfach mal dran vorbei und machen jetzt keine Werbung dafür, sondern sind gleich am Krankenhaus, rechts von uns fährt die Bahn und ja, wir sind so gut wie da beim Ultra und dann werden wir mal sehen, wie es ihm geht. Und ich hoffe, ihr bleibt hier weiterhin dran. Bis dann. Ciao. Mann. Hey Leute, wir sind jetzt bei diesem Fritze da. Hallo. Leute, im Krankenhaus. Ich wurde vergewaltigt. Man sieht es, oder? Ich habe richtig eine Erinnerung. Ja, oder? Ich habe mich aber abgewehrt. Das ging schon. Das war mein Zahn. Das war sein Zahn. Siehst du da? Nee. So, ja. Er hat sich mal mit deiner Mutter geprügelt. Ja. Und im Baum. Warum bist du denn hier? Ja, mein Name ist Kai Uwe und ich habe ein Chromproblem. Nein, Spaß. Also, es war so. Es war vor wenigen Tagen. Und ja, ich hatte halt so eine Handtasche. Männerhandtasche. Ich muss dazu sagen, es war nicht meine Handtasche, es war die Handtasche einer Freundin. Die ist so ein bisschen über den Boden geschliffen. Die wurde schon hysterisch hinter mir. Da habe ich sie hochgehalten und mir von unten angeguckt, da ich da abgefahren bin. Und dazu auch noch, jetzt sehe ich mich jetzt selber an, du Scheiße. Guck dir das an. Nee, weil ich bergab gefahren bin und dazu auch noch freihändig, bin ich so ein bisschen nach rechts und kam dann Baum immer näher. Und bin dann wohl so beim Fahrradfahren so ein bisschen mit dem Gesicht am Baum knutschend. So, ne? Ja, und jetzt, dann bin ich irgendwie aufgestanden und lag unterm Fahrrad. Und bin dann über die Straßenseite getaumelt, also auf der anderen Straßenseite, bin gegen den Zaun gerannt und auch so hingefallen. Schade, dass das keiner aufgenommen hat.
Halb auf der Straße. Leider kann ich mich an das alles nicht mehr erinnern, weil ich da ein bisschen benebelt war, das wurde mir aber erzählt. Da kamen dann auch sehr nette Leute, Fremde, die im Garten saßen und mir geholfen haben. Die haben dann auch den Krankenwagen angerufen. Und die haben mir erstmal gelogen und gesagt, ich habe getrunken, weil ich den gar nicht gemacht habe. Ja. Aber ich wurde gut behandelt. Ich habe hier sogar ein VIP-Händchen. AAA-Pass. Genau. Ja, überall. Ich darf überall. Ich habe sogar die American Press bekommen. Ja. Aber wir sind hier gerade im Kinderzimmer. Wir wurden rausgeschmissen aus meinem eigenen Zimmer, weil wir hier zu viele Leute haben. Flashmob oder sowas. Und, ich muss jetzt sagen, ja, hier im Krankenhaus, guckt euch an, was da steht. Xbox! Da steht einfach mal die Xbox. White. Ja, und also, Leute. Ich lasse mich aber richtig gut gehen hier. All inclusive hat er hier, ja. Ja. Erstmal ein großes Dankeschön an euch, dass ihr mir so viele Süßigkeiten gemacht habt. Da werde ich erstmal. man muss dazu sagen, wir sind im KBR-Krankenhaus. Benutzt bloß nicht die Tür zur Kinderabteilung. Ich bin nämlich in der Kinderabteilung. Da hat nämlich der Wärter Dominik schon kaputt gemacht. Nee. Und den Eingang. Ja. Erstmal dran gezogen, obwohl dein Scheiter war. Ja, wie gesagt, wir sind hier mit den Dinos und alle in der Hut. Das Problem ist, jetzt wissen wir auch nicht mehr, wie wir hier rauskommen. Ja. Jetzt sind wir mit Fritz hier in einem Raum gefangen. Ja, wir überlegen uns immer noch, hier aus dem Fenster da zu springen. Aber mit so einem Schädel-Hirn-Trauma ist das nicht so gut. Nee, ich hab jetzt irgendwie eine Zerrung hier am Nacken oder sowas. Und sonst nur eine Gehirnerschütterung. Zusammenzufassen, Krüppel? Kurz gesagt, ja. Ich bin jetzt ein Krüppel, es ist amtlich, dann freue ich auch so ein bisschen, aber jetzt Vollzeit. Und da sind Leute, die ich nicht kenne. So. Jetzt gehen die wieder. Jetzt gehen die wieder. Jetzt kommen sie wieder. Jetzt kommen sie. Können sie auch nicht entscheiden. Die müssen auch nicht mehr raus. Tschüss. Weil die Tür kaputt ist, wissen sie nicht mehr, wo sie raus sind. Mensch, Dominik. Mann, Dominik macht alle kaputt. Ich werde gleich nochmal mein Zimmer zeigen, so, wenn das möglich ist oder nachher. Und ja, dann chillen wir jetzt noch hier, dann haben wir hier noch, hören wir gleich noch ein bisschen Musik, kann er ja mal hier so ein bisschen... Gerade geschenkt, danke. Kann, der BT Bamster. Kann er ja jetzt noch mal eine Musikeinlage hier geben. Mit seinem geilen LG-Telefon. Sachen gucken, was... Dann bellen wir uns noch gleich auf der Xbox. Ja. Dann machen wir gleich noch einen Xbox-Battle. Wenn das geht. Wir haben uns schon überlegt, die Elgato hier herzuholen, dann ein bisschen zu capturen, aber... werden mal gucken, wie es hier läuft und... Kann man denn hier anmachen? Ja, jetzt warten wir noch auf die Musikanlage hier und bekommt dann schon wieder so ein... Ich mache ein ganz tolles Lied an. Okay. Direkt dann. Aus dem OP-Kollegen. Ach du Scheiße. Ich hab dir gar nicht reingemacht. Ach, ja, läuft, ne? Entschuldigung. Jetzt zoom mal ran, schon. Einen Moment, das ist auch immer so schön mal. Ich bin kein Multitasking. Halt ich bin sein. Kein Multitasking. Jetzt mach den mal. Ja, der ist nicht so ein krasser Typ. So, das ist ein wunderschönes Lied. So, also wir sind jetzt hier vor meiner Zimmertür. Das ist die nette Kollegin. Da ist sie. Erstmal reinzoomen. Okay, hier ist die wunderschöne Zimmertür mit dem Dominik und dem Heinrich. Und hier ist das wunderschöne Zimmer. Das gehört damit zur Einrichtung. Hier haben wir einen wunderschönen Fernseher. Zwei richtig geile Bilder. Hier erstmal danke an Heinrich für diese richtig geilen, sexy Bananen. Oh ja, gibt's mir. Die Bananen. Hier habe ich. Das gehört eigentlich gar nicht mir da. Aber da habe ich noch sehr viel Schokolade von dem Dominik da. Und Gummibärchen und das habe ich auch geschenkt bekommen. Da noch Essen und Essen und hier mein Bett. Zack. Los. Okay, jetzt sind wir nun wieder aus dem Krankenhaus zurück. Wir gehen jetzt wieder zurück nach Hause und dann schneide ich mal das Video. Warte mal gucken, vielleicht werden wir auch noch, guck mal, heute Fahrschule, ob ich da die Kamera noch mitnehme und heute Abend mache ich mit dem Heinrich nochmal einen Sauf. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert und so. Und da kommt wieder irgendwelche Fahrradfahrer und die gucken uns alle wieder an. Und ja, wir laufen jetzt gerade wieder zur Bahn und wir sehen uns gleich in der Bahn wieder. Und willkommen jetzt auch zurück zur Endcut oder zum
Endvideo zum letzten Sequenz. Ja, mein Haar sitzt jetzt überhaupt nicht mehr, aber es liegt daran, dass wir gerade durch den Regen gerannt sind, weil es kurz davor angefangen hat zu regnen. Weil es uns Spaß macht. Und weil es Spaß macht. Wir sind kleine Kinder, die gerne durch den Regen rennen. Ja. Yeah. Ja, in der S-Bahn konnten wir leider kein Video drehen aus dem Grund, mein Gott, weil ja da einfach die S-Bahn so voll war und das wäre ziemlich komisch gekommen, weil die haben uns so schon alle angeguckt, wie behindert wir denn aussehen, vor allen Dingen, ja. Ich wie immer. Und dann haben die uns auch noch gefragt, wo es irgendwo hingeht, irgendwo irgendwie nach Berlin so. Immer die in der Hermannstraße, die Inder war. Ja, ja, dann musst du noch Englisch sprechen, ja, also in den Ferien, ja. Mein Englisch, ey. Ja, die hat uns jetzt so wirklich für die Schule gebildet. Und wir haben auch unsere Englischlehrerin getroffen. Ach du Scheiße. Die haben ein Leben. Leute, die haben ein Leben, die werden nicht in der Schule eingesperrt. Jedenfalls, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das zweite Follow Me Around. Diesmal das zweite Follow Me Around. ins Krankenhaus. Ihr habt gesehen, wie es dem Fritz geht und wie es dem Baum geht. Wenn ihr den Baum seht, bestellt ihm schöne Grüße von uns. Und ja, ich hoffe... Auf den Baum. Ihr habt noch einen schönen Tag und... Ja, bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao. Viel Spaß.